Ich bin eine Griechin, er ist ein Deutscher. Es ist nicht immer einfach, mit Griechen zu diskutieren oder mit Deutschen. Das war so schlecht. Es ist so schwer, mit der Kamera zu reden. Hi, was geht? Willkommen bei Maria. Hi, willkommen bei Quatschgedöns mit Maria. Das ist wie beim Vorstellungsgespräch. Ja, also. Nein, zum also. Ernst. Ja, meine Hobbys. Ja, willkommen bei Quatschgedöns mit Maria. Und Tobias. Ja. Wir haben vor, Videos zu drehen, Challenges zu machen. Sie möchte gerne immer über Liebe reden. Ach, ich liebe die Liebe, ne? Also wenn es um Hochzeit, Liebe, Privatsphäre geht, ich bin voll dabei, ich wollte früher Psychologin werden, Schule 6, also hat nicht funktioniert, deswegen sind wir hier, um es vielleicht zu versuchen. Jo, und wenn jemand zu verkuppeln da ist, sie ist immer dabei. Ja. Sie macht das Leute, auch. Ihr braucht eine Freundin oder einen Freund, kommt zu mir. Okay. Wir wollen über Themen reden, spezifische Themen, oh mein Gott. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Spezifische Themen, ne? Wir haben ja auch vor, einen Podcast zu machen. Das heißt, wir sprechen, Maria und ich, wir talken bei Spotify und iTunes. Und das nach jeder Folge. Also wenn wir diese Folge jetzt hier durchgedreht haben, dann quatschen wir noch ein bisschen ins Mikrofon. Also sagen wir mal so, wir wollen hier ein bisschen mehr Spaß machen, euch mehr zum Lachen bringen. Vielleicht auch mit euch hier auch diskutieren, aber eher mehr bei Spotify. Ja, mal gucken, was ihr uns noch fragen oder sonst irgendwas. Das werden wir dann auch auf Spotify oder hier bei YouTube. Aber wenn ihr Fragen habt, dann bei Instagram. Weil da lesen wir das am meisten. Genau, Instagram ist unser Postfach. Da könnt ihr euch dran wenden, wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Sachen. Nehmen wir alles gerne an. Ne? Ja. Immer bei Instagram. Bei Instagram, wir haben das ja erst neu aufgemacht, also wird es auch am Anfang nicht so viel zu sehen sein. Stimmt. Aber jetzt fangen wir richtig an. Stimmt, wir haben jetzt gerade bei Instagram 121 Followers. Das ist schlecht. Ach, das ist doch gut eigentlich. Und auf YouTube, wie viel haben wir denn da? Null Abonnenten. Wir quatschen eigentlich. Vielleicht bist du der Erste. Ja, ich bin mal gespannt, wer der Erste ist. Was meinst du? Ich glaube, es wird meine Schwester sein. Also, wenn ihr vielleicht Probleme habt oder irgendwas uns erzählen wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Die privaten Probleme oder so, das kann man alles diskret machen, ne? Ja. Am besten bei Spotify. Ja. Da kann man das bitte. Also, wenn ihr Fragen habt oder so, fragt uns. Wir haben in allen lebenslangen Erfahrungen. Ja. Und wenn ihr unsere Meinung wissen wollt zu euren Problemen, schreibt uns einfach bei Instagram. Ja, das Gute ist, wir sind nicht nur ein Junge und Junge oder Mädchen und Mädchen, sondern wir sind ein Junge, ein Mädchen, wir haben zwei Prinzipien oder wie heißt das? Zwei Meinungen. Zwei Meinungen und ich bin so im Alter von 20, erst Richtung 30, 40, also ja, wir haben echt viele Altersgruppen. Also wir haben drinne. Schon 50 Jahre insgesamt auf dem Buckel. Richtig. Das genau, und wirklich. Wir können echt über vieles reden, weil wir haben nicht nur Liebe, Sie privat. Sie kann sehr viel reden, das ist oh, ich rede so gerne, Leute. Ich rede so gerne, besonders über Liebe, Stress. Liebe und Stress, ich bin voll dabei. So, dann wollen wir uns noch auf unseren Twitch-Account hinweisen. Den haben wir natürlich auch. Wir versuchen auch mal ein paar Livestreams zu machen, so wie wir gerade können. Weil wir sind auch alle beide sind vollberufstätig. Ja. Das heißt, das ist alles nur Spaß hier. Und wir mal gucken, was daraus wird. Also wir machen daraus ein Hobby, sag ich mal so. Weil wir gerne einfach diskutieren und zwischen uns beiden reden und... Dann dachten wir, wieso nicht mit euch auch?
Richtig. Weil wir auch sehr dickköpfig beide sind, ne? Und dann denkt er immer, er hat recht. Aber wenn ihr da seid, ne, dann könnt ihr gerne kommentieren und sagen, Maria, du hast recht. Ja, auf dem Livestream bei Twitch können wir auch mal zusammen zocken, eine Playstation anschließen und dann... Ja, ich kann ihn gerne filmen, wie er suchtet. Nein, wie wir beide suchten. Wir werden beide zusammen mal zocken. Du bist ja sehr gut da drinnen. Sie zockt gar nicht. Doch. Das wird super, mal gucken, wie das läuft. Und ich habe schon mal Mario gespielt. Und auch mal ein paar Sprechrunden so einfach im Doch, Chat gerne, oder so. Ja. Ihr könnt uns im Chat schreiben und wir antworten euch. Das wollen wir bei Twitch machen. Also Spotify, Instagram und Twitch könnt ihr uns gerne folgen. Die Links sind alle in den Shownotes. Natürlich auch hier abonnieren. Ja, abonnieren. Das ist immer da in der Ecke. Ja, das ein rotes Kästchen mit abonnieren. Ja, weil wir dann wissen, okay, wir können gerne weitermachen. Richtig. Weil wenn wir jetzt tausende Videos drehen und ihr guckt die gerne, dann ist das richtig schön, aber wir wissen nicht, okay, sollen wir jetzt weitermachen? Weil ja, ein bisschen Reaktion wäre immer gut. Ja. Oder? Ja, weil wir das ja auch. Ja, sonst bisschen. Machst du das mit Geistern irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja. Was braucht man denn zum ersten Video? Wie feiert man das? Mit Kuchen. Mit Kuchen? Marzipan. Oh, das war's. Hast du keinen Kuchen? Ich hab keinen Kuchen, aber ich hab was Gewisseres. Tada, Feuerwerk! Wer räumt das hier auf? Video. Ja, haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Ja, also es ist komisch mit einer Kamera zu reden, aber man gewöhnt sich dran. Mal gucken, wie das zweite Video wird. Es macht auf jeden Fall Spaß. Richtig, abonniert uns, wir brauchen schon mal den ersten Abonnenten. Mindestens zwei wollen wir haben. Aber der erste Abonnent kriegt ja auch was. Was denn? Ja, der erste Abonnent, der braucht was. Aber es darf nicht deine Schwester sein. Nein. Ja, wir werden sehen, wir gucken wir. Erstmal gucken, ob wir überhaupt einen kriegen. Also, kommentieren, abonnieren, Daumen nach oben. Ciao.